Buonasera, buonasera, das seid ihr, die Blamage der Liga. So reg ich mich auf. Schön, jetzt geht. Ja! Ich sehe das mal. Buon pomeriggio, meine Schalker-Freunde, YouTube-Freunde und Sportskameraden. Ja, wir sind hier bei Dietmar Schacht. Ich weiß, die ältere Generation wird den auf jeden Fall kennen. Die jüngere Generation weiß ich jetzt nicht. Ne, Dietmar Schacht ist unser ehemaliger Kapitän der Aufstiegsmannschaft 1991. Und jetzt hat er so ein Didis Original Berliner Currywurst Food Truck. Und jetzt können wir ihn ja selbst fragen. Didi, das ist, glaube ich, dein Baby, oder? Das ist mein Baby, ja. Das macht Spaß. Das mache ich seit 3 Jahren. Ich fahre in Duisburg umher, bin hier. Und ja, es macht wahnsinnig Spaß. Viele Leute sieht man. Zu mir kommen fast alle. Der Wagen ist mittlerweile Kult geworden im Ruhrgebiet. Und ja, ist eine schöne Sache. Das stimmt. Der ist wirklich Kult. Das ja. Muss ich wirklich sagen. Überall sehe ich ja Didi Schacht. Ja, kommen wir direkt zu einer Frage. Wie siehst du zurzeit die Schalker-Mannschaft in dieser Saison? Schalker-Mannschaft? Ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten in der zweiten Liga haben sie sich jetzt so ein wenig an die zweite Liga gewöhnt, an die härtere Gangart. Die Mannschaft kämpft, die versucht alles, um die Spiele zu gewinnen. Spielerisch hapert es noch ein bisschen, aber da sind wir auch auf einem guten Weg. Und ich glaube, in diesem Jahr werden wir eine ordentliche Saison spielen. Möglicherweise unter die ersten 5 kommen. Ob es ganz wie im Aufstieg schon klappt in diesem Jahr, glaube ich nicht. Denke aber, wenn wir uns dann verstärken in der nächsten Saison, dass wir dann im nächsten Jahr aufsteigen können und dann wieder in der ersten Liga. Ja, ich habe auch oft in meinem Kanal gesagt, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht aufsteigen können, weil ich sage mal, neue Mannschaft. Und ich finde ehrlich gesagt, ich persönlich, das Spielerische fehlt auf jeden Fall noch bei Schalke. Kämpferisch, die Leistung ist da. Aber dieses Spielerische fehlt bei mir. Weil ich sage mal so, ich sehe Kramotzos, bei mir ist Kramotzos, ich habe Zweifel an ihm. Ist ein sympathischer Kerl, ich mag ihn, aber die Zweifel sind so seine Taktik. Dieses 3-5-2 ist nicht mein Ding. Na gut, man muss immer sehen, was ist am Ende erfolgreich. Und man muss gucken, was hat man für Spieler. Ich war am Sonntag im Stadion als Kommentator, als Co-Kommentator dabei und was mir aufgefallen ist, wir spielen noch zu viel und wir müssen teilweise schneller nach vorne spielen, genauer vor allen Dingen nach vorne spielen. Unsere Pässe in die Spitze sind noch nicht so, wie sie sein sollen. Aber wie gesagt, das ist eine junge Mannschaft, die muss wachsen, die müssen miteinander spielen, die ganzen Abläufe müssen sich automatisieren und deswegen glaube ich, das ist ein Lehrjahr und im nächsten Jahr, dass die Mannschaft dann soweit ist, mit Verstärkung, wir brauchen auf jeden Fall 3-4 Verstärkungen und dann denke ich schon, dass wir wieder in der ersten Liga sind. Wo siehst du die Verstärkung? Naja, wir brauchen die Mittelfeldverstärkung, wir brauchen noch vorne Verstärkung. Ja, wenn der Terode einmal ausfällt, sehe ich schwarz. Und definitiv brauchen wir auch Verstärkung. Ja, ja, aber jetzt ist ja so, dass auch schon mal 2 andere Tore geschossen haben. Gott sei Dank. Aber natürlich, ganze Spiele auf der Rolle zugeschnitten. Aber er hat immer 3-4 Spieler um sich rum, aber dadurch müssen wir Räume für die anderen Spieler bekommen. Und wenn wir das hinkriegen und dann auch gescheit und schnell nach vorne stehen, sind wir gefährlicher und nicht so einfach auszurechnen. Im Moment sind wir noch ziemlich einfach auszurechnen, weil das ganze Spiel auf der Rolle abgeschnitten ist. Das stimmt, das stimmt. Was sagst du zu Itakura? Ich mag diesen Spieler, der ist ja jetzt neu dazugekommen und ich liebe diesen Spieler wirklich, weil ich sehe, wenn er spielt, der Zeit kommt, anbieten, weil er nimmt den Ball und will marschieren oder den Ball mal nach vorne spielen, aber er sieht ja manchmal keine Anspielstation. Dann winkt er und zeigt immer mit der Hände, kommt mir entgegen. Ich finde, den ist eine super Verstärkung. Itakura ist von Spiel zu Spiel stärker, hat, glaube ich, am Sonntag sein bestes Spiel gemacht bisher, seit er bei uns ist, hat jeden Zweikampf gewonnen, am Boden, in der Luft, hat auch recht sicher nach vorne gespielt, alles in allem eine tolle Leistung, aber man muss ja erstmal der Leistung und Wert da über einen längeren Zeitraum. So, und jetzt sind erst 8 Spiele gelaufen, soweit ich weiß. Und deshalb müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Und bei Dietmar Schacht, unser ehemaliger Kapitän, er weiß, wie man aufsteigt. 1991 war ich selbst im Parkstadion, das weiß ich noch, gegen Fortuna Köln. Da bin ich Schalke-Fan geworden, das habe ich euch schon oft erzählt. Und ich bin zur zweiten Halbzeit reingekommen. Ich weiß, noch 14 Jahre, wir hatten nicht so viel Geld. Zweite Halbzeit konnte ich im Parkstadion immer umsonst rein.
Und das weiß ich auch, die Fortuna Köln, das war Gänsehaut. Wenn ich da noch dran denke, ich kriege noch Gänsehaut, wo wir noch 2-1 gewonnen haben und den Aufstieg. Und das ist unser Kapitän gewesen. Leider konntest du dann in der Bundesliga nur ein paar Spiele spielen. Das letzte Spiel war gegen die Zecken. Und da haben wir 5-2 gewonnen. Das ist ein Abschlussspiel, kann man ja nicht haben. Ja, und ich finde das schade, dass du durch eine Verletzung nicht mehr weiterspielen konntest. Ja, aber du hast dich fettspritzen lassen für das Spiel. Wie stark waren die Schmerzen vorm Spiel? Die waren sehr stark vorm Spiel, aber dann gab es Spritzen und dann waren sie betäubt. Aber nach dem Spiel kam dann alles raus halt. Und ja, leider war es dann das Ende meiner Karriere, konnte nicht mehr weiterspielen. Aber ich bin dann direkt nach Köln zur Sporthochschule gegangen, habe meinen Fußballlehrer gemacht, sodass ich immer über 50 Jahre dem Fußball verbunden bleiben konnte. Du bist auch Trainer, glaube ich. Trainer, ja, bis zum Sommer war ich Trainer, jetzt im Moment bin ich kein Trainer. Jetzt schaue ich im Moment, ob was Interessantes sich mal auftut. Und dann werden wir mal sehen, ob ich nochmal Trainer mache oder ob ich sportlicher Leiter mache. Mal schauen, was interessant ist. Könntest du einmal die Zuschauer mal sagen, wie ist das so, wo wir gegen Borussia Dortmund gespielt haben, 5-2, war schon, was war das? Waren die Schmerzen dann völlig weg, wo du die Atmosphäre gehört hast? Ja gut, das kommt natürlich noch hinzu. Wenn 70.000 Menschen im Stadion sind und die rufen, dann gehen die Schmerzen auch noch weg. Weil du hast so viel Adrenalin im Körper, du bist so fixiert und fokussiert aufs Spiel. Das ist schon was Besonderes, wenn man dann noch ein paar Spritzen drin hat und wenn man dann natürlich, aber das muss jetzt nicht nur bei Dortmund ist, egal, in der Bundesliga spielen kann, ist einfach was Besonderes. Und aber da denke ich immer, dass da auch die Schmerzen manchmal vergessen. Ich sag mal so, für uns Fans ist ja klar, gegen die Dortmunder dann noch 5-2 auch für uns Spieler was Besonderes gewesen, aber trotzdem, man muss ja in jedem Spiel, ich sag nicht, wenn es hier geht. Das stimmt. Oder das stimmt. Dortmund, weil das ja ein bisschen Kämpfer gewesen. Wir haben nicht alle geliebt in der Abwehr, weil du bist da reingegangen, wo es geht hat. Und das vermisse ich manchmal bei Schalke früher, wo wir abgestiegen sind, das habe ich vermisst. Ja, das habe ich vermisst. Was hast du denn da gedacht, wo wir abgestiegen sind? Ja, das waren ja keine Schalke, das waren ja alle Söldner, die wussten nicht, was es heißt, für den Verein zu spielen. Die haben nicht verinnerlicht, was Schalke bedeutet, Schalke für die Fans bedeutet, für die Stadt bedeutet. Ja, was es für alles bedeutet. Also Schalke zu spielen ist was Besonderes und einmal Schalke, immer Schalke. Und Schalke lebt und liebt man. Und das ist einfach so. Und wenn man da nicht mit voller Überzeugung für den Verein da ist, voller Leidenschaft und alles für den Verein gibt, dann, wenn man das nicht möchte und nicht weiß, was das ist, dann hat man hier nichts zu tun. Ja, das stimmt auch. Das ist. Und für uns Fans wissen wir ganz genau, wir wollen nur Leidenschaft, kämpfen auf dem Platz. Das Spielerische kann auch manchmal dazukommen. Aber wenn wir sehen, dass die Mannschaft kämpft, dann die Atmosphäre im Stadion, auch bei der Niederlage, verzeihen wir sogar den Spielern. Ja, und das hat die neue Mannschaft, aber sie kämpfen. Also das machen sie auf jeden Fall, das habe ich am Sonntag gesehen. Und das hat mir schon imponiert, als ich das gesehen habe. Das lässt mich auch positiv hoffen, wenn wir natürlich spielerisch nicht vor uns verstärken. Dann wollen wir gar nicht drüber verbessern und verstärken. Wer ist für dich der Favorit zum Aufstieg für die erste Liga? Ja, das ist ein bisschen schwierig in dieser Liga zu sagen, wer der Favorit ist. Ich glaube schon, dass es dann am Ende Nürnberg wird oben mitspielen, Paderborn wird oben mitspielen. Regensburg weiß ich nicht, ob sie bis zum Schluss dabei bleiben. Letzte Zeit Darmstadt gewinnt auch auf einmal ihre Spiele. Darf man auch nicht unterschätzen, vielleicht als ein kleiner Geheimfavorit. HSV, Bremen, Schalke, das sind die Mannschaften, die da die Sache unter sich ausmachen werden. Aber für uns jetzt glaube ich, vielleicht nicht für die ersten drei. Für mich wäre es eine Überraschung, wenn wir aufsteigen. Ja, es wäre eine riesige Überraschung. Und dann machen wir Party. Die Frage ist natürlich, ob wir auch schon so weit sind, um aufzusteigen. Weil dann müssen wir ja nochmals, dann müssen wir nicht 3-4 holen, sondern müssen 7, 8, 9 neue Spieler holen für die erste Bundesliga. Aber du musst auch so sehen, wenn wir nicht aufsteigen, dann gehen die Leitspieler auch schon wieder weg. Dann müssen wir sowieso wieder 6, 7 Spieler holen. Ja, es kommt drauf an, wenn die Spieler 2-Jahres-Verträge haben. Viele haben 2 Jahres- oder 3-Jahres-Verträge. Also da hat Ruben Schröder schon perspektivisch gut gearbeitet, sodass wir uns in dieser Hinsicht nicht so große Sorgen machen. Findest du die Arbeit von Peter Knebel, Ruben Schröder gut? Ich finde die bisher top. Ich finde die Arbeit von Ruben Schröder gut. Peter Knebel ist ja mehr oben drüber, der das absegnen muss. Die Hauptarbeit liegt aber bei Ruben Schröder. Er ist der Sportdirektor und er stellt die Mannschaft zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Trainer Kamotzis und Büskens. Und da macht er bisher einen tollen Job. Ja, bin ich auch deiner Meinung, da macht er einen super Job. Und wie findest du das, dass der Büskens und der Asser auch auf der Bank sind? Ich finde das klasse, alte Spieler da auf der Bank zu sehen, die auch mithelfen. Büskens ist ja schon lange dabei, der Mike Gujo ist ja schon lange dabei. Die Kamotzis zusammen, die machen das gut, die beiden. Also Mohr, gut, da habe ich die Aufgabe noch nicht, weiß ich noch nicht, welche Aufgabe er so genauer manchmal hat, aber er ist dabei und er ist so ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam und Vorstand. Das macht er bisher gut.
Es gibt nichts zu beanstanden, ich höre nichts. Das stimmt doch. Ja, zum Abschluss sagen wir nochmal erstmal vielen Dank nochmal an Dietmar Schacht und einmal dein Tipp für Hannover gegen Schalke. 1-2, also wir gewinnen 2-1. Wir gewinnen 2-1. Mein Tipp ist 2-0 für Schalke, wieder ohne Gegentor. Sagen wir. Ich sag mal danke an Dietmar Schacht und unser ehemaliger Kapitän von der Aufstiegsmannschaft 91. Vielen Dank, Dietmar, dass du bei mir sehr auf gerne. Dem Kanal warst. Das freut mich sehr, damals als 14-Jähriger unser Kapitän und ich durfte mir Interview teilen. Vielen Dank an euch, YouTuber, meine Freunde, supportet hier Didi Schacht. Ihr wisst, hier am Hafen, wie ist das nochmal hier, Grafen? Stöttinghaber, ja, weil ich nenne das ja immer, ich weiß ja, Bismarck, ja. Sagt man Bismarck, immer. Genau, Bismarck. Immer dienstags von 12 bis 16 Uhr. Komm mal ein bisschen bin her. Ich selber da. Nochmal, kannst du nochmal einmal sagen. Immer dienstags von 12 bis 16 Uhr am Stöttinghaber bin ich da und ihr könnt hier eine leckere Currywurst essen und mit mir ein bisschen plaudern. Und die schmeckt wirklich, die schmeckt wirklich. In diesem Sinne, Glück auf. In diesem Sinne, Glück auf, danke, dass ihr dabei wart. Ciao, euer Schalke. Buonasera, buonasera, das seid ihr, die Blamage der Liga.